Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch, den haben wir gelesen. Es geht darum, um Sünder und um die Gnade Gottes. Aber das Wochengebet möchte ich einmal heute auslegen. Und dafür habe ich auch noch. Vielleicht kannst du dies noch verbessern. Ja. Damit Sie dies auch mitbekommen. Eine Art Meditation oder eine Andacht, die uns begleiten soll. Beginnt mit Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, du beschütze all derer, die auf dich vertrauen. Mit Gott fing alles an. Einer Dame, die gestern da war, unseren Katechismus gezeigt. Das waren Christen, die haben hier heute Nacht geschlafen. Ich dachte, sie kommen vielleicht auch zum Gottesdienst. Mehr von der Bewegung Hauskirche oder nur Hausgemeinde. Und dann habe ich den Katechismus gezeigt, den Kinderkatechismus vorne drin. Wir haben ja drei. Das ist das Leben im Glauben und da steht, wer hat alles geschaffen? Gott. Was hat er noch alles geschaffen? Was ist eure Antwort? Was hat Gott noch geschaffen? Alles, er hat alles geschaffen. Und so stützt sich auch dieses Gebet darauf. Mit Gott fing alles an. So heißt es auch, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und am Ende, was finden wir dann? Es war alles sehr gut. Es war alles sehr gut, was er geschaffen hat. Deshalb gilt auch für uns Geschöpfe, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und warum? Weil er unser Schöpfer ist und uns zuerst gibt. Ihn rufen wir nun in unseren Gebeten an und besonders anerkennen wir ihn als unseren Beschützer. Denn hier oben steht, du Beschützer. Gilt das für dich? Wirst du jetzt beschützt? Auf dem Weg nach Hause, mit dem Auto, zu Hause, auf dem Weg beim Einkaufen. Ja, doch wen beschützt er? Alle Menschen in dieser Welt beschützt er. Er lässt zwar regnen über alle, aber auch auf viele Haken, ja, auf die Regierung. Jeden? Nein, er beschützt nur die, die auf ihn auch vertrauen. Die beschützt er. Das ist Grundsatz für unser Christenleben. Also nicht viele Geschichten lesen von der ganzen Welt, sondern Vertrauen in Gott. Ohne Vertrauen zueinander klappt es in der Familie, klappt es mit dem Lebenspartner, der Ehefrau, klappt es mit Bruder und Schwester, klappt das Arbeitsverhältnis ohne Vertrauen. Es gibt keine Basis im Leben der ganzen Welt ohne Vertrauen. Deshalb ist unsere Frage an dieser Stelle, vertraust du Gott und baust dein Leben auf diese Grundlage des Vertrauens? Denn ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott. Antwortet, zu gefallen, höre nicht allem. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Alle die Glaubenshelden, wo stehen die geschrieben? Antwort, wo stehen die Glaubenshelden geschrieben? Kapitel. Ich wollte, dass er mitdenkt. Ich kann nur eine Sache, Gott gehorchen oder dem Mammon. Deshalb Kapitel 11, wer steht da an erster Stelle? Wer steht an erster Stelle? Hebräer Kapitel 11. Ganz besonders ein Glaubensmann.
Abraham, Abraham. Und was sollen wir noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte, ich, der Schreiber von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und allen Propheten, diese haben durch was Kraft bekommen? Durch den Glauben oder durch Vertrauen. Wir haben Königreiche bezwungen, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Denken wir an die Geschichte in Daniel. Feuerskraft ausgelöscht, Schärfe des Schwertes entronnen. Sie sind aus der Schwachheit zu Kräften. Oftmals heißen, ach, ich fühle mich so schwach. Ja, was mein Vater gesagt hat, geh doch erstmal. Und im Gehen wurden auch die Leprakranken geheilt. Und im Gehen, meine Kraft ist in den starken Mächten, steht in der Bibel. Oder ist das der Lehrer? Meine Kraft ist in den. Woher kommt diese Kraft denn? Aus Gott. Zum Glauben, zum Vertrauen. Da sind sie stark geworden und haben fremde Heere praktisch in die Flucht geschlagen. Deshalb beschütze aller, die auf dich vertrauen, damit ihr seht, das Gebetbuch, die Gebete sind nicht irgendwie mal schnell dahergesprochen und dann gehen wir weiter, sondern sie sind gegründet in alle drei Texte, die wir heute Morgen vorgelesen haben. Aber ich denke einmal, ich wollte mal so ein Stückchen darauf hinweisen. Und konzentriert euch darauf, nicht auf das, was gestern war, was vorgestern war und was auf uns zukommt. Wir wollen ja Kraft haben. Nun heißt es, ohne den nichts mächtig und nichts heilig ist. Nun möchte ich auf die zwei Worte eingehen. Hört ihr zu? Auf das Mächtig. Wo kommt die Macht her? Aus dem Glauben, aus dem Vertrauen. Wie entsteht Vollmacht, Autorität und Gottesherrschaft in unserem Leben und deinem Leben? Wie kommt solche Kraft in uns hinein? Doch nur, wenn wir zu Gott uns wenden, auf ihn warten und vertrauen. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dies betrifft aber nicht nur unsere körperliche Kraft, sondern auch unsere geistige Kraft und unsere seelische, psychische Kraft. Wie schnell ist man eventuell in Hepata oben in der Neurologie, wenn das nicht hinhaut? Und wenn das nicht das Zentrum unseres Lebens ist? Wir können einen ganzen Monat die Fußballspiele angucken. Was meint ihr, was ihr da Kraft bekommt? Für die ganze Woche und für das ganze Jahr. Es ist hübsch, sicherlich. Es ist gut und begeistert für die Mannschaft. Das ist Glauben im Alltag dann, wenn man schon. Denn die Heilige Schrift sagt, Gott schafft, was das Wollen und das Vollbringen. In unserem Gottesdienst beim Abendlob heißt es auch in diesem Kollektengebet, dem Sammelgebet um die zwei Lesungen. O Gott, von dir kommt alles heilige Verlangen, jeder gute Rat und jede gerechte Tat. Das heilige Verlangen, Gott schafft es, und auch die Umsetzung. Unser Gott ist ein mächtiger Gott und er schafft jede Stärke in uns. Kraft des Verlangens, Kraft des Wollens, Kraft zum Rat und Kraft zur Tat schließlich für die Umsetzung. Das ist es. Aber es kommt aus dem Vertrauen und aus dem Glauben von ihm her. Dies alles bewirkt er aber nur unter Voraussetzung, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Und weiter müssen wir bekennen, dass er auch alle Macht den Herrschern der Welt zuteilt, aber nur wie er will. Nur wie er will und wann er es will. Haben wir einen vor Augen, Josef in Ägypten, von dem heißt es, ohne sein Zutun soll kein Hund in Ägypten mucken, auch nicht, heißt es von Kyros. Es gibt eine Kyros-Zylinder, gibt es dann im Museum in Berlin. Das sind verschiedene Sprachen, da steht Kyros drin, tatsächlich, den hat es gegeben.
Den hat Kyros eingesetzt, den heidnischen König, und Gott nennt ihn seinen Knecht. Der ließ dann praktisch das Volk Israel auch wieder zurückkehren. Gott hat das mächtig bewirkt. Weder Staatslenker wie Scholz, Biden oder Putin, weder Weltkonzerne mit Öl, Luftfahrt oder Chemie, weder Fußballmannschaften wie Spanien oder Deutschland sind ohne Gott irgendetwas, sie sind ohne Gott nichts. Es gibt aber einige, bevor die reinlaufen, was machen die? Die stellen sich unter das Kreuz. Ich hoffe, dass es nicht so äußerlich ist, aber meistens sage ich, das ist möglicherweise. Ist das so? Oftmals so. Es gibt auch manche, die haben früher ein Hemd drunter gehabt mit Jesus liebt dich und haben das hochgezogen. Habt ihr das früher mal gesehen? Ja, die bekommen eine Strafe, wenn sie das machen heutzutage. Auch wenn sie das Hemd ausziehen. Nur wenn wir vertrauen, da kommt die Kraft und Macht. Und weiter beten wir, ohne den nichts heilig ist. Wir sind also schon ein Stück weitergekommen. Ohne den die Macht und die Heiligkeit. Das sind ja Aspekte in der Theologie, nämlich Gott ist heilig, Gott ist Liebe, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Das sind Aspekte praktisch auch in der systematischen Theologie. Auch Gottes Heiligkeit. Und ich nenne Gottes Heiligkeit einmal anders. Was ist heilig? Die meisten sagen ohne Sünde. Das ist aber negativ, Heiligkeit. Es ist eine vollkommene Reinheit und vollkommene Gutheit. Vollkommen rein, vollkommen gut ist Gott. Diese moralische Stärke oder Charakterstärke wird in unsere Seele hineingebracht durch den Glauben wieder. Wenn wir diesem Gott immer vertrauen, wenn wir auf ihn beharrlich hoffen, wenn wir auf ihn alle Zeit warten, unser Gebet stützt sich hier auf die Gotteslehre auf zwei Punkte. Heilig und auf die Gnade stützt sich die Gnade. Nämlich vermehre in uns deine Gnade. Haben wir das schon mal auf Facebook gesehen, dass da was steht, wie die Gnade vermehrt wird? Ja, wo kommt sie her, die Gnade? Das Gebet beschreibt nun das Werk der Gnade Gottes, das sich im Herzen des Menschen vom frühen Anfang bis zum abschließenden Ende seines Lebens ereignet. Vermehre in uns die Gnade. Wir haben ein Gebet. Wenn wir älter werden, vermehre in uns die Gnade, dass wir nicht zurückfallen in unserem Kindergartencharakter, wo wir uns da irgendwie gelernt haben, durchzusetzen. Das kommt im Alter oft wieder. Besonders wenn das im Kopf abnimmt, dann kommt das Durchsetzungsvermögen von meinem lieben Vater und von meiner lieben Mutter, die ich 1,5 Jahre betreut habe, hat man das einfach so stark gemerkt. Wie beginnt dieses Werk der Gnade bei uns? Allein durch Gottes wiederherstellende Barmherzigkeit, die er dir und mir aus unverdienter Gnade geschenkt hat. Auf diese uns geschenkte Gnade, denn ihr seid gerettet nicht aus Werken, heißt es, Epheser Kapitel 2, sondern aus Gnade. Das heißt, wessen Werk ist das? Gottes Werk ist es. Nicht aus euch selbst. Folgt dann der größere Schritt. Dann heißt es nämlich, wenn wir diese Gnade empfangen haben, dass er am Kreuz gelitten hat für mich, dass uns das betrifft. Er hat keine Dinge genommen dann, als er gelitten hat und hat das überspielt, sondern er hat gelitten. Vermehre in uns deine Barmherzigkeit. Wenn wir diese Gnade im Glauben empfangen haben, dass er für uns gelitten und gestorben ist, dann heißt es von diesem Tag an, dass die Gnade vermehrt werden soll. Und in unserer Geschichte haben wir ja im Lukas-Evangelium ein Gleichnis auch da gehört. Wenn, dann sollen wir sein wie unser Meister, ihm gleich werden. Worin? In der Gnade und in der Barmherzigkeit. Deshalb die Frage, hat denn das Werk der Barmherzigkeit und der Gnade in deinem und meinem Leben begonnen?
Oder haben wir das vergessen, so wie eine Frau in der Schweiz, als wir Frau Tordeschöck gestellt haben? Da hat der Missionsleiter gesagt zur Frau: so, ja, ich habe den Heiligen Geist vor 30 Jahren empfangen. Da bin ich Geist getauft worden, hat sie gesagt. Ja, ich bin in der Welt schon rumgekommen. Und dann hat der Missionsleiter gesagt: Saufen im Sack. Also hast du ein Traktat in der Tasche, dass du das Mission weitergibst, seit diesem überhaupt nicht Geist getauft zu sein. Da soll die Gnade also wirken und soll sich durch alle Gaben ja entfalten. Oder wenn die Gnade begonnen hat, sind wir da noch eifersüchtig im Leben, verbittert und nachtragend. Dein Gott ist aber einer, dessen Charakter barmherzig und gnädig ist. Von großer Güte hören wir schon im Alten Testament. Und von großer Güte nimmt diese Güte das Gutsein im Leben, was ein Teil der Heiligkeit ist, zu. Sind wir ein Geschöpf der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, hat Jesus uns vergeben. Da haben wir zwei Punkte in unserem Leben. Das ist die Taufe, wovon wir gereinigt und gepflanzt werden, der Begnadeten, nicht nur irgendwie im Wald, wo wir Gott anbeten, sondern in die Gemeinde der Heiligen. Nein, da ist unser Platz. Und dann haben wir auch noch das Abendmahl, was wir feiern. Das gehört auch noch mit dazu, nämlich durch die Firmung und Konfirmation und durch das Abendmahl sollen wir erquickt, gestärkt und praktisch dienend werden, fester in Christus verwurzelt werden. Das ist, sind Aspekte praktisch dieser Barmherzigkeit. Da wir nun wissen, dass die Barmherzigkeit in unserem Leben einen Anfang genommen hat, ist das so. Did the mercy of God start in your life? Did the mercy of God and the grace of God start in your life? Wenn wir wissen, die Barmherzigkeit hat einen Anfang genommen. Deshalb sagt das Evangelium auch heute: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, haben wir gehört. Zuvor jedoch heißt es negativ, was Barmherzigkeit nicht ist oder wie sie in uns abnimmt. Als erstes haben wir im Evangelium gelesen: Richtet nicht. Kritisiert nicht, ihr Deutschen. Denn die Deutschen sehen oftmals nur, nicht wie die Amerikaner, etwas erstmal positiv, sondern die Deutschen sehen oft, der hat einen Fehler, der hat was falsch gemacht. Und der wird dann lauter beim Arbeiten, Wolfgang, wir kennen das, ist jemand, der wirft dann gleich, wenn es nicht gleich klappt, den Hammer. Das kann passieren und so weiter. Ja, kritisiert nicht, das ist ein Aspekt der Deutschen, sondern besonders auch des ungöttlichen Lebens. Wenn wir Ungutes reden, dann nimmt das auch Afterreden. Wie aber nimmt die Barmherzigkeit in uns zu? Positiv ausgedrückt heißt es einmal zwei Dinge. Vergebt und gebt. Können wir das mal heißen? Vergebt und gebt. Vergebt und gebt. Da merken wir, da ist was entstanden und die Gnade vermehrt sich. Das Richten ist eine Haltung des Zerstörens. Vergeben oder unser Geben ist eine positive Haltung, die andere freigibt und freisetzt, ihnen hilft und andere aufbaut. Geben ist ein Aufbauen in vielen Dingen bei dem anderen. Das negative Richten ist aber ein Charakterzug dazu, Charakterzug des Hasses. Aber das positive Geben, möchten wir lernen, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist, damit auch uns die Barmherzigkeit in der Welt zunimmt? Wollen wir vergeben und andere so annehmen, wie der verlorene Sohn wieder aufgenommen wurde, wie tat der Vater es? Er stand schon von weitem mit dem Stock und hat von schon beiden hat er gedacht, als wenn du nach Hause kommst, also dann kriegst du eine Tracht. Dann ist aber was los mit der Latte, mit der großen Latte. Nein, er hat schon. Und schon von weitem wusste er, also Gott hat ihm vergeben, denn am Schweinetrog hat er das alles erlebt, was er brauchte.
Da hat Gott ihm schon vorgearbeitet in diesen negativen Dingen dieser Welt. Wenn wir dies tun, dann wird er uns ein vollgedrücktes und überfließendes Maß des Segens geben. Da steckt nämlich in Lukas Evangelium drin. Wenn wir praktisch wie der Meister sind und die Gnade, im Meister wurde ja immer gesehen, die Gnade. Das Aber wir sehen, wie sich die Gnade entwickelt hat, wie sie gezeigt wurde. Dann werden wir ein überfließendes Maß des Segens in unserem Leben haben. Können wir auch so großmütig handeln wie im Alten Testament der Josef? Die Geschichte haben wir auch vorhin gehört. Josef sprach: Fürchtet euch nicht, stehe ich an Gottes Statt? Manchmal denken wir, wenn wir Beratung geben, wir stehen an Gottes Statt. Ihr gedachtet, was zu tun, die Brüder? Böses zu tun. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Sehen wir, da haben wir das Wesen, den Aspekt Gottes, die vollkommene Gutheit Gottes. Ja, nämlich an diesem Tage euch das Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch in eure Kinder etwas geben, nämlich aus Liebe heraus will er sie versorgen. Die ganze Großfamilie. Und er redete stark mit ihnen. Wollte etwas geben aus. Und so, obwohl Josef viel von seinen Brüdern erleiden musste, wurde er nicht nachtragend und er wurde nicht verbittert. Gott stärkte ihn in der Versuchung auch. Die Versuchung hatte er mit wem? Mit der Frau des Potiphar. Er stärkte ihn. Er stärkte ihn auch im Gefängnis, denn im Gefängnis war er schon der zweite Mann, der alles organisierte und später war er der zweite Mann im Staat. Gott ließ ihn zum Landesvater werden und er gab ihm ein überfließendes Maß an Reichtum und Macht. Was hat er in diesen 7 Jahren der Fülle getan? Hat Pyramiden mit Weizen hat er aufgehäuft, damit in den nächsten 7 Jahren die Leute praktisch versorgt werden. Die vermehrte Barmherzigkeit bei ihm zeigt sich in der Behandlung seiner Brüder und Versorgung des gesamten ägyptischen Volkes. Dies aber geschieht gemäß unserem heutigen Gebiet unter deiner Leitung. Gottes Führung geschieht durch sein Wort, dass wir vermehrt in der Stille lesen und vielleicht auch mal stehen lesen. Und dankbar, wenn ihr das immer wieder jeden Tag lest. Aber was machen die Rabbiner? Die haben das Wort Gottes, die sitzen dann und bewegen den Körper und meditieren darüber, damit sie nicht einschlafen. Was bedeutet denn die Minuten? Und auch stundenlang von einem Vers, von einem Satz zum anderen. Was bedeutet denn das? Haben wir jemals die Zeit, nachdem wir schnell gelesen haben, auch die Knie zu gehen, darüber nachzudenken? Was bedeutet es? Und so, wenn wir geleitet werden, aber angesichts persönlicher Not und Schwierigkeiten oder auch bei großem Erfolg und Wohlergehen, ja, das ist es. Wenn wir uns daran lenken lassen, denn gerade im Hoch und Tief, im Leben, im Alltag, lassen sich Gläubige durch die eigenen Gefühle und Entscheidungen von Gottes Wort abbringen. Der Alltag ist praktisch Glaube im Alltag, wenn es der Dore schlecht geht, wenn jemand ins Krankenhaus gebracht wird und dort ist. Wenn jemand jeden Tag Schmerztabletten oder auch für die Luft was nehmen muss, ja? Oder Demse sagt gestern, ich bin müde, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss nach Hause. Glaube im Alltag, wo bekommen unsere Kraft her? Wenn dann noch einer daneben kommt, dem es auch gerade nicht so gut geht, da fliegen aber die Fetzen. Ja, da wollen wir doch von der Schwachheit her die Kraft Gottes an uns ziehen. Wir aber stehen oft in Gefahren ohne die Leitung Gottes, damit wir unter deiner Leitung und Führung die guten zeitlichen Güter gebrauchen. Die guten und auch, es gibt auch schlechte zeitliche Güter. Was können denn schlechte zeitliche Güter sein?
Sitzsucht, Hobbys, die wir haben. Es können Hobbys sein, von denen wir nicht mehr loskommen. Dann haben wir für Gott keine Zeit mehr. Und da können wir uns ja beobachten, wenn wir nicht mehr von irgendetwas loslassen können, immer da das an erster Stelle setzen. Und beobachtet einfach mal, ob das nun auf YouTube ist oder alle Mädchen, die es gibt im Leben, die kommen automatisch. Wie oft muss ich dran arbeiten, um ein neues Passwort einzugeben, das wieder nicht funktioniert. Ich habe ja die 100 Passwörter und so weiter, die gespeichert sind. Und TikTok hat ungefähr 9 bis 10 Milliarden Mitglieder auf TikTok. Und was da kommt, da ist es wichtig, damit wir die jungen Leute verstehen, das zu verstehen. Aber wir dürfen nicht abhängig werden von diesem Ganzen. Die jungen Leute sind auf TikTok, aber ich kann nicht den ganzen Tag auf TikTok sein. Aber für die Jugendarbeit ist es wichtig, dass ich verstehe, was kommt da, warum kommt das? Die jungen Leute sind da, um das Evangelium zu erreichen. Aber das sind auch zeitliche Güter. KI, künstliche Intelligenz, ist auch ein zeitliches Gut. Nämlich, da wird eine Menge Geld mitverdient, bei Google und so weiter. Und die gebrauchen all unsere Namen. Und unser Name ist Gold wert. Brauchen. Ich habe ein paar Dinge im Internet geguckt, was wir brauchen. Und ich kriege schon die Werbung. Na gut, später kommt es schon. Also so ist es. Das sind auch viele, überlegt euch das, zeitliche Güter, die heute anders, es ist nicht nur viel Geld und Gold, manches andere. Aber die guten zeitlichen Güter, dass wir sie da benutzen, dass dies möglich ist, am Ende auch aber so dazustehen, wenn man die guten zeitlichen Güter nicht benutzt. Der am Kreuz stand, hat sich nachher erhängt. Der hieß, das hat sich erhängt. Wenn man die Bilder sieht, er hatte meistens den Beutel hängen, er verwaltet die Kasse. Nicht, wie es christlich sein sollte, sondern unchristlich. Das hätte man, die Salbe hätte man für 200 Tagesverdienste verkaufen können, die die Frauen hatten. Der hatte da was anderes im Sinn. Du wolltest nur was sagen. Da hat er nicht mit gerechnet, aber das andere war 200 Denare wert, 20 Tagessätze. Von daher. Aber wir haben da ein paar. Alexander der Schmied, der ist auch vom Glauben abgefallen, steht im Kapitel. Und dann haben wir Demas, der hat wieder die Welt mit den glitzernden Dingen bieten wollen. Sie verloren ihr ewiges Gut und deshalb lasst uns unsere zeitlichen Güter so gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Was sind sie? Es ist einmal die Liebe, die bleibt ewig. Die Liebe. Die kommt aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes von Jesus Christus her am Kreuz zu uns. Und sie bleibt, denn die Liebe ist das Größte. Und sie bleibt. Und weiter geht es um ein unveräußerliches und ewiges Gut, das ewige Leben. Demas hat das ewige Leben verloren. Alexander der Schmied und wahrscheinlich auch Judas. Beides wollen wir nicht verspielen und preisgeben. Deshalb, wenn wir jetzt schon Gnade und Barmherzigkeit als Vorschuss in unserem Leben empfangen haben, lass sie durch Gott in uns vermehrt werden. Darum bete ich das Gebet in dieser Woche. Denn wenn sie in unserem Leben sich entfalten und vergrößert werden, werden zu einer Stärke in uns, dass wir jetzt schon im Leben einen vermehrten Segen bekommen, weil die Stärke praktisch, die Gnade sich in unserem Leben so vermehrt. Und wir werden dann das ewige Leben erhalten. Und so schließen wir mit dem Vers der Epistel Römer 8, 23. Auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, zusammen mit Gnade und Barmherzigkeit und Liebe,
Seufzen wir in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Lebens. Verleihe dies, o himmlischer Vater, um Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Ich habe es versucht aufzunehmen und es geklappt. Der Kardinal ist jetzt auf, oder nicht? Ein jeder trage die Last des anderen. Das ist das Lied nach der Predigt singen dann zum Abendessen. Und dann kommt die Wortlage. Mein Total, ein jeder Tag, das des was denn geht, das jeder Tag, sein Tag geht. Und den Sorgen
Lasst uns beten für die heilige Kirche. Allmächtiger Gott, wir beten für deine heilige Kirche. Für alle, die regieren und machen. Wahrer Glaube und festliche Tugenden. Alle Bischöfe, Pfarrer, Diakone, für unser Erzbischof Sachsen und für John Brunsäuer, dass sie treue Zeugen deines Wortes und deines Sakramentes dabei sind. Bring alle Glieder deiner Kirche mit uns an. Mit allen hier versammelten deines. Erbarm mit denen, die unter Kummer und Krankheit leiden. Wir preisen dich für deine Diener, die im Glauben an Christus und ewige Herrlichkeit, die Anna eingegangen sind. Lass uns im guten Reich folgen und in ihren Anteilen deinen Seligen sein. Wir beten auch um all das, was wir selbst oder andere bedürfen, brauchen. Wer beginnt? Amen. Also bitten wir dich, Herr, nicht nur um die äußere Vermehrung von 5.000 oder 4.000 Broten mit den Jüngern, sondern auch die innere Vermehrung. Das Brot ist deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit in unserem Leben, dass wir dir immer mehr ähnlicher werden und ich immer mehr sehe. Herr, wir möchten wissen, in dem, was er uns als Meister
gezeigt hat, wie er gewandelt ist, wie er Menschen behandelt hat, wie er gelitten hat. Auch liebe Herr, deine Gnade von mir gewohnt, wenn wir zunehmen und wir mehr kommen, deinen Namen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sprechen das Wort des Mannes, mein Herr, mein barmherziger Gott. Wir bekennen, dass wir gegen dich gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken, durch das, was wir getan und unterlassen haben. Wir haben dich nicht mit ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. In Reue und Demut bekennen wir unsere Schuld. Und setzen fort. Gottes Leben, Christi, sei uns gnädig und rette uns. Amen. Der Ehre des Herrn. Amen. Und dein Diener, der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, hat in seiner großen Barmherzigkeit die Vergebung der Sünden allen verheißen. Auf mit Buße und mit warmem Glauben zu ihm wendet. Der Herr erbarme sich über euch, er vergebe euch und befreie euch von all euren Sünden. Er bewahre und stärke euch in allem Guten und führe euch ins ewige Leben durch Christus. Amen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es barmherzig Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten von denen, der er ist. Der Herr sei mit euch. Erhebt eure Herzen. Ein mächtiger Vater, der dich vor alle Zeiten mit dem Kreuz haben mit Engel und Erden, mit allen Bewohnern des Himmels, loben und erheben wir deinen herrlichen Namen.
Gedächtnis, deines kostbaren Todes eingesetzt und deine heilige Vergebung ohne Feier ist der Herr dein Himmel ausgerichtet wurde, was das Dank ist. Und reicht es deinen Jüngern und sagte, nehmt das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Ebenso lange nach dem heiligen dieser Kelch, der neue Bund in meinem Bruder, der viele verbrochen wird, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zum Beispiel. Ja, ich weiß, dass es so
Gott sei mit euch, liebe Geschwister. Friede sei mit euch, liebe Geschwister.
Gemeinsam. Allmächtiger und ewig lebender Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieser Welt entspannen würdest, uns folgen leidest du Jesus Christus. Durch diese heilige Geheimnis sicherst du uns dein Wohlwollen zu und machst uns gewiss, dass wir in deinem Leib die Gemeinschaft aller Gläubigen ein. Du bestellst uns, dass wir Erben deines Lebens sind. Steh uns bei mit deiner Gnade, damit wir in dieser heiligen Gemeinschaft bleiben. Dass wir alle unbekannt vorbereitet haben, durch Jesus Christus und bin mit dir und dem Heiligen Geist, alle Ehre und Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Kenntnis und Liebe Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Der Segen des allmächtigen Gottes, Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei mit euch und bleibe auf euch alle Zeit. Amen. Geht es dann, lieber Bruder? Mal Gut, sehen, ja. wir können dich hören. Ja. Und du kommst nach Schwarzenborn im Juli, ja? Ja. Ja, wir müssen dann vielleicht vorher sprechen. So, Oh, am ja. gleichen Tag kommst du ob am 19., das ist am Freitag oder am Samstag. Ja, ich habe immer gedacht, am Freitag. Okay, ja, das passt Ja, für mich ja. auch. Wir können zusammenfahren. Ja, gerne. Ja, freut mich. Ja. Gottes Segen wünsche ich euch alle, ja. Bischof, wir hören dich nicht.
Du bist Du musst das Mikrofon wieder schon einschalten. gestartet, ja. Bischof Gerhard, Mikrofon einschalten. Genau, du bist stumm geschaltet. Das ist sehr schlimm. Das heißt, ihr habt die Predigt gar nicht gehört? Doch, Ja, wir haben, haben wir. Das haben alle. geht es No. jetzt? Geht es jetzt? Genau. Könnt ihr mich hören? Ich weiß nicht, Ja. wer da stumm geschaltet hat. Wir Ja, haben. alles war gut, ja. Nur, dass die Recording ist läuft jetzt, so es läuft noch. Ich habe hier einen neuen Stick, damit man schalten kann, und das funktionierte nicht. Jetzt will ich noch mal sehen. Jetzt funktioniert es auch nicht. Also, das ist eben. Hast du den kleinen USB-Stick drin in dem Computer? Ja, der ist drin. Manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht. Das ist von Michael gewesen. Ja, normalerweise soll es funktionieren, ja. Aber das ist gut. Die Recording Jetzt läuft noch. siehst du, jetzt geht es wieder. Ja, das ist gut. Aber vorhin ging es nicht. Wir müssen noch mal mit Bonifatius hier, wollte ich 2 Stunden üben, warum das nicht so gut geht. Tut mir leid, heute hat es etwas gehakt. Kein Problem. Ja, das ist Technologie, ja. Ja. Manchmal auch die andere Zeit nicht. Der Hardy sollte das lernen, der ist aber heute wieder nicht da. Ja, so ist das. Ja, ich Du hoffe, willst. euch beide zu sehen und dass ihr mitgearbeitet habt, und wir sind ein bisschen ausgelaugt. Viele, viele Stunden diese Woche. Sind nur, glaube ich, 2 Wohnmobile jetzt da oder 3. Dann einen guten Sonntag für euch. Ebenfalls, Gottes Segen. Ebenfalls, danke. Und wir sehen uns nächsten Monat. Ja. Ja, Ja. wir gehen unter der Gnade. Amen. Ja, Amen. Amen.